Hallo liebe Leute, was geht und willkommen zum neuen Part von Let's Play Pokémon Sonne und Mond, die Special Demo. Wir sind mitten dabei, die Prüfung zu bestehen und haben noch ein Pokémon vor uns, was wir fotografieren müssen. Wir müssen dafür Pokémon fotografieren. Und dann haben wir die Prüfung bestanden und freuen uns natürlich. So, und jetzt schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet. Dann ein Pokémon. Muss hier noch irgendwo sein. Sei es ein Boss-Pokémon oder so. In der Nähe ist die Präsenz eines Pokémon zu spüren. Natürlich möchte ich den aktivieren. Das ist quasi das schwierigere Level. Denn jetzt muss man hier quasi nach einem Pokémon suchen. Was ist hier irgendwo? Draußen befindet. Und ein geiler Schnappschuss erstellt. Hab keine Angst, ich will nichts Böses tun. Wir haben aber eigentlich alle Pokémon Angst, oder? Nicht gut, oder? Ich weiß es nicht. Hi! Was? Ja, oh mein Gott, ich glaube, das ist leicht erböst. Der heißt wohl Kampf, und zwar mit dem Spitzen Pokémon. Medias Heras greift an. Oh mein Gott. Pocke. Auf einem Pocke. Nicht Pocke, Kaiju. Oh Gott. Das ist doch jetzt mal Endboss. Los, Kaiju, das schaffst du immer. Ich vertraue dir. Effektives Handeln ist hier das Gebot der Stunde. Wir probieren es mit den Aero-Ass. Wir hoffen, dass das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass es funktioniert. Es kann auch was anderes sein. Und Qualio setzt das ein. Und schau mal einfach mal, wie Meri das drauf reagiert. Oh mein Gott. Das bekommt es aber ganz schön zu spüren. Und es verliert über die Hälfte. Und es war sehr effektiv. Das wollte es hören. Meri der Herrscher setzt eine Atomie ein. Oh mein Gott. Und er zeigt es. Quaiuzi. Was kommt jetzt? Er sieht gefährlich aus. Innovative von Marzi Hero steigt stark. Medas Herrscher ist leicht geworden. Ruft Mitstreiter. Oh mein Gott! Ein wildes Wuffels ist das hier. Jetzt haben wir schon zwei Pokémons. Oh mein Gott, es wird ernst, es wird ernster. Wir probieren es aber mit der 7. Attacke. Wobei. Na doch, das bekommen wir jetzt schon hin. Da haben wir es dann noch mit Wuffels, also doch. Okay, das bekommen wir jetzt schon hin. Wir machen nochmal dieselbe Überwachung, weil die war doch das letzte Mal recht effektiv. Weshalb dann nicht nochmal? So, jetzt musste es gegen den Mitrias, dass es den erstmal richtig fertig bekommen. Und danach werde ich mich um den Wuffels kümmern. Was? Alter, was der Fehlgeschlagen? Ja, als ob, was wollen die eigentlich von mir? Es ist ein spannendes Match, auf jeden Fall schon mal.
Und oh mein Gott, Pocke bekommt es jetzt so richtig. Schaut erstmal mit deinen Funken sprühen. Pocke bekommt es so richtig mies zu spüren. Oh mein Gott, ob ich den Kampf überlebe, ich weiß es nicht. Aktuell lebe ich in akuter Lebensgefahr, so ungefähr. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ja, steigt stark schön. Oh Gott, der Würfel kommt natürlich auch noch gegen mich und zerbiebt mich. Ja. Ich wollte jetzt ganz gerne mal Pikachu ins Rennen schicken, wenn das geht. Und es geht. Dwayuchu, du hast mir gute Taten bewiesen. Wie es steht. Aber ich werde mir jetzt Pikachu vornehmen. Los, Pikachu. You can do it. Mehr Level 40, das ist doch mal ein Geschenk, ey. Kopflos. Oh. Wir können leider Gottes erst. Oh. 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 Nur, das sind mal effektive Sachen, ey. Armer Typ. Ist das hier nicht ein Teufelskreis? So, wir müssen jetzt erstmal besiegen. Donnerblitz. Los, Pikachu, you can do it. Ja, und was ist mit meinem Angriff? Wollen die mich jetzt verarschen? Ah! Ja, als ob. Wir müssen Quajutsu wieder nehmen. Ja, und jetzt ganz ehrlich, jetzt tut der Typ den Quajutsu fertig machen, weil ich jetzt eintausche oder was? Wollen wir das eigentlich verarschen? Es ist doch ein Krampf. Ein Krampf und nichts mehr. Der Pikachu hat mir einen Dreck gebracht. No. Nächster Versuch. Scheiße. Was wollen die denn eigentlich? Ja, als ob, ne? Jetzt kommt mit einer Kopfnuss, fick mir so und ich bin weg. Dieser Scheißkampf, wo ich aktuell nichts tun kann, pisst mich gerade so an und macht meine Laune für Pokémon Sonne und Mond echt weniger. Leck mich doch am Arsch, heißt wäre das Pokémon. Wir kommen jetzt zu den Schnupfen, ey. Den Kampf in den Partner und alles so den letzten Kampf machen, ey. Quajutsu wurde erkannt. Was heißt überhaupt Quajutsu wurde erkannt? Ich möchte jetzt ein Seismidiras fertig bekommen.
Jetzt machen wir wenigstens auch fertig. Ja, und was ist mit das mit der Attacke, die ich so dem mache? Was ist daraus geworden? Nichts oder was? Wann jetzt fickt da hier Messgleis? Und ich mach bei dem gar nichts oder was? Ja, endlich. Ja, als ob! Was legt denn alles fehl? Das scheint doch so effektiv! Es pisst mich grad so dermaßen an! Ja, als ob, aber wie soll ich das denn bestehen? Nochmal! An dem Typ, ist es dem sehr effektiv, oder muss es so... Ja, vielleicht klappt es ja jetzt. Hoffen wir mal. Und dann hätten wir es mal jetzt, den Würfel weniger. Und den erledigen wir jetzt hoffentlich, und zwar mit zweimal. Oder mit einmal gleich. Okay, zweimal braucht es schon. So, jetzt haben wir den voll sozusagen weg und können auch unseren anderen schlagen. Und dann bekommen wir den Kampf doch endlich gewonnen, scheint mir. Das ist jetzt aber ein Krampf, dieser Kampf, ey. So, danke. Und wir haben den zum Sieg. Boah, da komm, ein reden, ey, war. Und jetzt muss ich mich nur noch gegen den anderen Typ kümmern. Und was ist now? Ich würde sie erst erledigen sollen. Hat die Ass-Form angenommen. Fajutsu erhält 441 spezielle Erfahrungspunkte. Cool, was habe ich jetzt gemacht? Mit dir ist es jetzt Kopfnuss. Ah, oh, die Kopfnuss ist hart für dich. Ich mach dich fertig. Und zwar ganz arg. Ah! Oh. Ah! Oh. Ah! Oh. Mein jetziger Angriff muss ihn einfach wegmachen. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Oh! Zuerst ein Kopfnuss, das kann ich hinsehen. Aber wie komme ich eigentlich nicht zuerst dran? Ganz ehrlich, der kam gerade dran, jetzt kommt er wieder dran, währenddessen verreckt man es tendenziell. Ne? Ich muss damit es fertig machen, wenn ich überleben will. Komm, mach ihn einfach nur fertig, bitte. Yes! Mit meinem letzten. Letzten 2 WP-Stufen haben wir noch geschafft, ihn fertig zu machen. Wir haben es noch geschafft. 1588 Spezialpunkte erhalten. Was für ein Kampf war das? Was für ein doch ein glorreiches Ende ist das? Ist das Level 37? Ist das haltweise so aus, dass das nicht hoffen könnte? Und dann macht er das Ding noch. Was war das denn für ein geiler Kampf, ey? Respekt an Kwajutsu. Ah, das war jetzt mal Anstrengung, ey. Du besiegst Mirimeri das Hersa. Ah. Das war doch mal ein Krampf, ey.
Aber jetzt haben wir es geschafft. Und der Trainer kommt hergelaufen. Du hast tatsächlich das erste Pokémon besiegt, San. Du bist erst eine Wucht. Und wie es aussieht, hast du von allen vier Pokémon einen Snapsus gemacht. Einschließlich des Herzers. Sehr schön. Das heißt, du hast die Prüfung bestanden, San. Herzlichen Glückwunsch, Arius. Wir haben es im vierten Part geschafft und als Belohnung bekommst du diesen Zettel von mir. Danke, Herr Professor. Ist echt nett von dir. Ich nehme diesen Ring natürlich mit Freuden an. Dankeschön. Ah. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Noch eins. Hier ist ein... Das ist jetzt ein sogenannter Set-Kristall. Danke auch für den Set-Kristall, Herr Professor. Bin ich sehr dankbar darüber. Das ist den Set-Kristall. Du hast den Set-Kristall. Des Types Elektro. Auch Lutium-Set genannt. Erhalten. Danke dafür. Wenn du einen Set-Ring und einen Set-Kristall hast, können deine Pokémons besondere Attacken einsetzen. Die sogenannten Set-Attacken. San. Also, schauen wir mal, wer da hergerannt kommt. Ist das nicht schön hier, was eigentlich wird, das nach der Prüfung auf das Ende die muss einfach so. Also, Bauern Zertrin. Dann hast du die Prüfung also bestanden. Glückwunsch. Ich habe gleich noch eine Prüfung für dich. Schau mal da hinten. Oh shit. Ich hatte total vergessen, dass ich dir meinen Supertrank gegeben hatte. Da blieb mir nichts anderes übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen und die assoziieren. Ja, süß. Da bist du endlich. Shit, what is this? Ich bin Fran, Vorstand von Team School. Ach, Heidi. Nicht gut. Und du musst San sein! So siehst du also aus! Du wirkst wie jemand, der weiß, was er tut! Süß, du kannst jetzt nicht einfach abhauen! Was wird denn aus unserer Rache? Junge? Die sehen wie echt alt aus. Lass uns sie bitte nicht hängen, siehst. Wie Wald. Rache ist süß. Und Teil meines Subs. So, nur keine Angst. Das Pikachu, das ich dir gegeben habe, kann ich Headkraft benutzen, aber vergiss nicht, dass du sie pro Kampf nur einmal einsetzen kannst. Ach Gott. Ja, schön, aber mein... Bäh. Also, er wird gleich nur noch einen einzigen Tipp brauchen, und zwar, wie man mit einer Niederlage angeht. Hahaha. Ha. Ja, die machen wieder Aufwärmübungen, die komischen Leute hier. So, wie der Kampf aussieht, das sehen wir aber erst im nächsten Part. In dem Part werden wir es in die erste beenden müssen, weil wir jetzt in 20 Minuten spielen. Ich spiele da doofe Stelle, aber das macht die Spannung wenigstens. Die bleibt nämlich da. Im fünften Part geht's weiter.